Eine Spardosen-Terzett und wir freuen uns sehr auf einen Song, der heißt Wieso heißen plötzlich eine Oliver? Alle Oliver, der wunderbare Wiglaf Droste. Applaus. Wieso heißen plötzlich alle Oliver? Was in meinem Leben läuft schief? Oliver, nichts als Oliver. Gibt es ein geheimes Motiv? Als Oliver Nummer 1 in mein Leben trat, hätte ich wissen müssen, Junge, pass auf. Doch ich nahm es zu leicht und ich nahm seine Hand. Und das Unglück nahm seinen Lauf. Er ist der Typ, der dem Lehrer die Tasche trägt. Wenn es sein muss, sogar bis an sein Bett. Er ist der Typ, der seinen Chef in seine Hütte einlädt. Seiner Frau sagt, Mausi, sei nett. Wieso heißen plötzlich alle Oliver? Was in meinem Leben läuft schief? Oliver, nichts als Oliver. Gibt es ein geheimes Motiv? Man muss sich das einmal vorstellen. Oliver, wie das schon klingt. Oder gibt's vielleicht einen Namen, der besser ist? Für den Typen, der es einfach nicht bringt. Wenn dir jemand sagt, ich bin der Oliver, hallo, das ist das erste Indiz dafür, dass dein Leben dir aus dem Ruder läuft. So ein Olli wohnt auch gerne im Kiez. Wieso heißen plötzlich alle Oliver? Was in meinem Leben läuft schief? Oliver, nichts als Oliver. Gibt es ein geheimes Motiv? Menschen, habt nicht Vorurteile. Nicht alle Olivers sind Mist. Es gibt ja auch noch Oliver Twist und Oliver Newton John. Wieso heißen plötzlich alle Oliver? Was in meinem Leben läuft schief? Oliver, nichts als Oliver. Gibt es ein geheimes Motiv? Wieso heißen plötzlich alle Oliver? Was in meinem Leben läuft schief? Oliver, nichts als Oliver. Gibt es ein geheimes Motiv? Wiglaf Droste und das Spardosen-Terzett. Vielen lieben Dank. Wenn die Herren sich noch mal für ein gewagtes Foto aufstellen könnten. Ihr seid so weit auseinander. Da scheint mir nicht genug Liebe zwischen euch zu sein. Rainer, das hast du uns nicht gesagt. Ja, dass man sich auch mal an den Händen nimmt, genau. Sehr gut. Auf die Plätze, fertig. Los. Funk, fertig. Vielen, vielen lieben Dank. Nochmal großen Applaus für Wiglaf Droste, das Spardosen-Terzett.